Ja, ich muss zugeben, ich habe auch mal von so einem Job geträumt. In der Werbebranche wollte ich mal arbeiten. Also kreative Arbeit, cooles Image und bezahlt wird auch nicht schlecht. Aber es ist gar nicht so leicht, da reinzukommen. Meistens muss man sich über Praktika hocharbeiten, durchboxen, unbezahlt natürlich. Oder man macht es ganz anders. So wie die 10 Schüler des Johanna-Geismar-Gymnasiums in Mannheim. Sie haben einfach selbst ihre eigene Werbeagentur gegründet. Und die wurde jetzt auch noch ausgezeichnet. Es wird Zeit, dass wir die uns mal genauer anschauen. Fireball. Jung, dynamisch, erfolgreich und noch keine 18. Diese Kids sind die beste Schülerfirma Deutschlands und die vermutlich jüngste Werbeagentur der Welt. Wir haben den Auftrag von der Investmentagentur ja letzte Woche besprochen. Unsere Grafiker haben ja schon ein Konzept ausgearbeitet hier mit einem 100-Euro-Schein. Wie findet ihr das? Ich finde, zwei machen, oder? Jetzt, wo ich es sehe, finde ich das andere aber doch besser, weil man, das sieht man ja erst dieser. Das ist der bessere Spruch. Das ist auch gut. Meeting mit Meinung. Schließlich geht es um neue Aufträge. Kreativ, kompetent, knallhart kalkuliert. Das schätzen ihre Kunden. Warum aber nennen sie sich die Zweitbesten? Wir sind eine ungewöhnliche Firma und deshalb haben wir auch einen ungewöhnlichen Namen. Jeder in der Werbebranche behauptet immer so, ja, ich bin am besten, ich bin am geilsten, ich bin am tollsten, ich habe das beste Angebot. Aber wir halt nicht, wir haben halt das zweitbeste Angebot. Man sollte sich ja nicht mit dem Erstbesten gleich zufrieden geben. Ihr Erfolg gibt ihnen recht. Zu den Kunden der Zweitbesten gehören inzwischen der Software-Riese SAP, eine Rockband und der Fußball-Erstligist TSG Hoffenheim. Für sie entwerfen sie Flyer, Websites, Marketingkonzepte, echtes Business eben. Kommen Sie gerade rein. Kundenbesuch. Wir hatten uns einige Gedanken gemacht, wie wir Ihre Agentur präsentieren könnten. Ein Mannheimer Finanzdienstleister will von dem jungen Team einen Flyer und eine Promotion-Aktion gestalten lassen. Der Entwurf ein Riesengeldschein. Der Kunde hat aber noch ein paar juristische Bedenken. Sind solche rechtliche Prüfungen auch von euch vorgenommen worden? Also wir haben eine Partnerschaft mit GHI Rechtsanwälte hier in Mannheim, mit einer größeren Kanzlei. Und da könnten wir mit Sicherheit abklären, ob das uns nicht alle in den Knast bringt. Vielen Dank, Frau Grossmann. Wir freuen uns auf die Ideen und die Umsetzung. Die Bedenken werden geklärt, der Deal steht. Die Zweitbesten waren einfach die Besten. Vielen Dank. Die Arbeit ist definitiv anders, weil sie nicht so strukturiert ist, und das ist auch gut so. Es muss einfach kreativ sein. Die Kreativität muss freien Lauf haben und sie darf nicht eingezwängt werden. Und das finden wir hier vor. Vorm nächsten Brainstorming, Kopf frei spielen. So macht man das auch bei den ganz Großen in den USA. Und an der Schule ist ja alles da. Ihr Agenturbüro, der Computerraum des Gymnasiums, hat den Vorteil, er kostet nichts. Ziemlich wichtig bei einer Firma mit null Startkapital. Und lernen tun sie ja nebenher auch was. Dafür ist ja der Rand klar. Man macht halt alles selber. Wenn man jetzt im Praktikum ist, dann sitzt man hinten dran und guckt zu. Seit 11 Jahren haben wir immer dasselbe Schulablauf. Und jetzt kriegt man mal wirklich was von der wirklichen Welt mit. Man hat wirklich was Kreatives, man kann was Eigenes produzieren. Und man nimmt natürlich super viel Erfahrung auch mit für später. Einmal Pommes. Traumgehälter kriegt allerdings noch keiner, denn der Gewinn wird gleich wieder reinvestiert. Deshalb Dönerbude statt Sushi Circle. Und wie geht's weiter mit den Zweitbesten? Wir uns auf jeden Fall wünschen, noch einen richtig großen Auftrag, eine schöne große Kampagne zu machen. Und ansonsten so weitermachen wie bisher, denn es läuft ja ganz gut. Die Erstbesten müssen sich warm anziehen, denn die Zweitbesten geben weiter Gas. I'm a fireball.